Auch ohne menschliche Einflüsse ist das Klima im ständigen Wandel. Forscher des Geoforschungszentrums in Potsdam wollen durch Untersuchungen von Seesedimenten das Klima der Vergangenheit verstehen. Daraus wollen sie Rückschlüsse auf Klimaveränderungen in der Zukunft ziehen. Wir begleiten die Forscher bei ihrer Arbeit. Unsere Reise führt uns nach Polen, an einen kleinen See im Weichseltal, ungefähr 160 Kilometer westlich von Warschau. Hier wollen die Forscher mit einer speziell entwickelten Bohrplattform Sedimentkerne aus 22 Metern Tiefe entnehmen. Wir haben uns diesen See ausgesucht, weil es einer von nur drei weltweit bekannten Seen ist, die während des letzten großen Klimaumschwungs vor 12.000 Jahren jahresgeschichtete Sedimente haben. Mit denen können wir besonders gut Ursachen und Auswirkungen von raschen Klimawechseln studieren. Die Plattform ist so konstruiert, dass sie in einem kleinen Transporter mit Anhänger transportiert werden kann. So können die Forscher auch entlegene Orte mit dem Equipment erreichen. Die Plattform besteht zum Großteil aus Aluminium und kann innerhalb von wenigen Stunden zusammengebaut werden. Für zusätzliche Stabilität und besseren Auftrieb werden Plastikschläuche angebracht. Anschließend wird das Bohrgerüst zusammengebaut und mit einem Elektromotor aufgerichtet. Um die richtige Bohrposition zu finden, vermessen die Forscher die Sedimente des Seebodens mit einem seismischen Messgerät. Mit einem Außenbordmotor und den vorher bestimmten GPS-Daten wird die Plattform an die richtige Position im See navigiert und dort verankert. Zur Vorbereitung der Bohrung wird eine Grundplatte auf den Seeboden abgelassen. Ein Trichter auf der Oberseite hilft dem Bohrgerät später, die richtige Position zu finden. Der Trichter ist dafür da, dass sozusagen unser eigentliches Bohrsystem nachher immer die Mitte findet. Anschließend wird ein Plastikrohr, der sogenannte Liner, in die Bohrkammer geschoben und am Kolben befestigt. Am Seeboden wird der Kolben gelöst und die Bohrkammer mit einem bis zu 60 Kilogramm schweren Gewicht 2 Meter tief in das Sediment gehämmert. Danach wird das Bohrgerät auf die Plattform geholt. Der Liner mit den Sedimentproben wird verschlossen und für den Transport vorbereitet. Dieses Verfahren wird so lange wiederholt, bis die gewünschte Bohrtiefe von etwa 20 Metern Sediment erreicht wurde. Zur weiteren Untersuchung werden die Proben bei 4 Grad gekühlt in das Labor des Geoforschungszentrums in Potsdam transportiert. Bevor die Kerne untersucht werden können, muss genug Feuchtigkeit entwichen sein. Dazu werden sie für mindestens 3 Monate eingelagert. Anschließend wird der Bohrkern aufgesägt. Also wir machen die Bohrkerne mit einer Schwingsäge auf. Das ist halt eine oszillierende Säge, wie im Krankenhaus für den Gips aufsägen. Also die dreht sich nicht, sondern die schwingt mit 20.000 Umdrehungen hin und her. Seine Kollegin Dr. Nadine Dräger fotografiert den Kern. So werden die mit bloßem Auge sichtbaren Schichten festgehalten und sind auch für andere Forschungsprojekte verfügbar. Hier im oberen Abschnitt des Kerns sieht man eine richtig schöne Laminierung, also einzelne Schichten und eigentlich helle und dunkle Schichten. Ähnlich wie die Jahresringe eines Baumes lassen sich so die letzten Jahre ablesen. Die dunklen Lagen entsprechen im Frühling und entstehen durch Algen im See. Die hellen Lagen entstehen durch Kalk, welches sich im Sommer am Seeboden ablagert. Anhand der Schichten lässt sich feststellen, wie alt die Probe ist. Im zweiten Schritt wird die magnetische Suszeptibilität gemessen. Diese besagt, wie viele magnetische Teilchen sich im Boden befinden. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf Wetterereignisse wie Starkregen ziehen. Diese Forschungsstudien werden gemeinsam mit der Polnischen Akademie der Wissenschaft durchgeführt. Ja, die Zusammenarbeit mit den polnischen Kollegen, die war bisher sehr erfolgreich auf persönlicher Ebene und vor allen Dingen ermöglicht die uns in Zukunft weitere neue Projekte zu entwickeln, auch in polnischen Seen und diese Arbeiten zu erweitern. Finanziert wird das Projekt von der Helmholtz-Gemeinschaft. Diese stellt Mittel für das benötigte Equipment. Die Forscher werden von den Instituten angestellt. Das Ziel der Forscher ist es, den Langzeiteinfluss des globalen Klimawandels zu erforschen und die gewonnenen Informationen auf Fachkongressen vorzustellen und zu publizieren. Außerdem werden die gewonnenen Informationen in Informationszentren wie dem Karower Meiler interessierten Publikum präsentiert.
Ähnliche Forschungsprojekte werden von anderen Instituten weltweit durchgeführt und die gemessenen Daten werden verglichen, um lokale Einflüsse vom Menschen zu erkennen und Fehler in den Proben auszuschließen. Dazu kann auch mit komplett anderen Verfahren wie der Untersuchung von Baumringen verglichen werden. Am Ende der Untersuchungen wird die zweite Hälfte des Bohrkerns eingeschweißt und archiviert. In Zukunft können die Proben mit noch nicht verfügbaren Methoden erneut untersucht werden.